Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal ein Update von den Megacephala. Ja, was soll ich sagen? Mehr Bullshit geht eigentlich gar nicht. Ja, aber fangen wir erstmal an. Und zwar, ich hatte ja die Arena, ich blende das mal ein. Ursprünglich mit Sand. Hatte aber so eine, ja, milchig durchsichtige Arena-Box und ja, man hat die mal schlechter durchgesehen und ich fand das nicht so schön. Dann kam ein Zuschauer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall sagte er, ja, probier doch mal ein bisschen mit Lehmpulver rum. Ja, gesagt, getan, ich blende die Bilder mal ein, also wirklich ein Desaster. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd, vielleicht hätte ich es auch noch mit Sand mischen müssen oder, naja, egal, dachte ich mir, gut, scheiß drauf. Hatte ich eine andere Idee, dachte ich mir, gut, nimmst du so eine Arena und bemalst sie von unten in Weiß. Hat ganz gut funktioniert, man hat die Ameisen auch ganz gut gesehen, aber ja, es sah irgendwie wie ranzig aus, keine Ahnung. War nicht richtig schön. Gut, Ende von Lied. Ich habe mir ein richtig durchsichtige Plastikbecken geholt, so eine schöne Arena, und dachte mir, komm, zum Wohl der Tiere machst du denen einfach ein schönes Erdnest. Ich sehe dann vielleicht nicht mehr alles, weiß nicht, wo die Königin genau sitzt, aber den Tieren geht's gut und. Ja, ich blende es mal ein. Ihr seht das ja, es wurde mit Kusshand angenommen. Aber da könnt ihr mal sehen, was für ein Hackmeck das war. Obwohl ich eigentlich nur mit ein bisschen Lehmpulver rumprobieren wollte und ja, war halt nie richtig zufrieden. Und ja, jetzt seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Jetzt bin ich zufrieden, muss ich sagen. Ich denke, die Ameisen auch. Und so bleibt es jetzt, würde ich sagen. Ja, und es gibt auch noch eine Überraschung. Aber die kommt dann wohl erst zum, ja. 100 Abonnenten-Special, sag ich mal. Wird auf jeden Fall eine riesige Überraschung. Ich freue mich mega drauf. Man kann so viel sagen, es ist auf jeden Fall eine neue Ameisenkolonie und der absolute Hammer auf jeden Fall. Aber ja, wenn es soweit ist, werde ich euch per Video auf den Laufenden halten und dann werdet ihr das sehen. Jo, vielen Dank fürs Zusehen und bis die Tage. Peace.